Herzlich willkommen bei diesem kurzen Tutorial. Ihr hört eventuell den 3D-Drucker im Hintergrund. Der druckt gerade ein größeres Projekt. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich will hier ganz kurz zeigen, wie man ein Zahnrad konstruiert, weil das gerade bei Facebook gefragt wurde. Dann werde ich das Video da auch verlinken, wenn ich es hochgeladen habe. Okay, fangen wir kurz an. Wir sind im Part-Design-Modus. Im Part-Design-Modus machen wir eine neue Datei. Und das ganz wichtig bei FreeCAD in der neuen Version, man macht erstmal einen neuen Körper. Und jetzt können wir loslegen. Da gehen wir her auf Part Design und gehen hier unten auf Involute Gear. Das erzeugt dann hier eine solche Zahnradkontur und die hat 26 Zähne, ein Zahnradmodul, also hier, das sind 2 mm. Zahnabstand. Dann gehen wir hier auf 12 Zähne zum Beispiel, weil ich will was Kleineres konstruieren. Wir können das hier immer wieder doppelklicken und dann können wir es nochmal ändern. Machen wir 14 Zähne. So gefällt mir das besser. Das können wir jetzt durch OK bestätigen und dann polstern wir das Ganze auf mit dieser Funktion hier und dann drehen wir das hier mal kurz so. Ja, das soll ein bisschen dicker werden. Sagen wir mal 20 mm ist das Zahnrad hoch und wir können OK drücken. Jetzt muss das Zahnrad natürlich hier noch eine Bohrung bekommen. Das heißt, wir selektieren diese Fläche, erzeugen eine neue Zeichnung auf dieser Fläche. Dann wird ein Kreis konstruiert und zwar genau auf diesen Mittelpunkt. Das sieht man hier, dann springt er an der Seite dieses Punktsymbol rein. Einmal klicken, dann ist er genau zentrisch. Wir ziehen das auf diesen Kreis, einmal rechte Maustaste, dann auf die Bemaßenfunktion selektieren. Das ist ein Radius von 5 mm, also eine 1 cm dicke Achse. Das ist ein bisschen groß. Ich habe ja auch nicht mit vernünftigen Maßen gerechnet. Ich weiß ja gar nicht, was bei so einem Zahnrad eine vernünftige Modulgröße ist. Das muss man sich natürlich vorher genau überlegen und normalerweise hat man die Angaben ja auch. Okay, also hier haben wir jetzt die Bohrung. Wir schließen diese Zeichnung und jetzt fräsen wir die da rein. Das machen wir, indem wir diese Funktion hier nutzen. Die Zeichnung ist ausgewählt. Das hier heißt Vertiefung. Und das geht jetzt hier nur 5 mm rein. Das Zahnrad ist 20 hoch, also gehen wir einfach 30 ein. So, das ist völlig normal, dass er da ein bisschen langsam ist, weil der immer aktualisiert. Und jetzt kann man schauen, das Zahnrad ist also soweit schon fertig. Aber es bekommt hier noch so einen Ansatz dran. Also machen wir noch eine Zeichnung. Wir selektieren diese Fläche Zeichnung. Und da zeichnen wir jetzt 2 Kreise. Einmal wieder auf die Mitte und der wird der und einmal wieder auf die Mitte und das wird der. So, dann auch wieder Escape oder rechte Maustaste drücken und auf die Kreisbemaßung gehen. Die wird wie gesagt 5 mm und den hier, den machen wir 10 mm. So, wir können das jetzt hier so drehen. Die 10 mm sind mir fast zu wenig. Also wir können jetzt diese Maße hier auch nehmen und bewegen und doppelklicken und dann sagen wir hier, okay, 15 mm. Nee, das ist zu groß. Aber 12 mm. Ja, das sieht gut aus. Okay, wir schließen das und jetzt haben wir die neue Zeichnung hier. Hier wird wieder die Aufpolsterung genommen und das wird 15 mm hoch, dieser Ansatz. Und fertig haben wir unser Zahnrad. Man kann jetzt natürlich hier noch Kanten entsprechend runden und was weiß ich. Kann man sich viel Mühe mitmachen, ist aber nicht unbedingt notwendig. So ein Zahnrad ist auf alle Fälle druckbar. Das heißt, wenn man das jetzt hier speichert, beziehungsweise ich exportiere es direkt, speichern muss ich das eigentlich nicht. Ich brauche es ja nicht. So, dann gehen wir auf Steuerung E ist Export, STL ist die Datei, die wir exportieren wollen,
Verzeichnis können wir so lassen und dann nennen wir das mal ABC und Enter. Ach, wir können es ruhig offen lassen. Um das Ganze in 3D anschauen zu können, umrechnen zu können, also in G-Code für einen 3D-Drucker. Das Profil, was da aktiviert ist, das müsste eigentlich auch ganz gut für das Zahnrad passen. Also Steuerung O, Datei einfügen. Und da haben wir es irgendwo hingelegt. Da muss ich ja irgendwo sein. ABC, STL. So, da ist das Dreieck. Kann das jetzt hier mal. Man sieht, das ist relativ grob hier. Das ist eine Einstellung in FreeCAD. Das kann man feiner machen. Ist aber für den normalen 3D-Druck gar nicht notwendig bei solchen Sachen. Ich sage jetzt einfach Slice. Und gehe auf Preview. Dann sieht man, ich habe da drunter bei Cura eingestellt, dass er so ein Raft darunter druckt. Ist bei dem Zahnrad nicht unbedingt notwendig. Könnte man also deaktivieren. Und jetzt kann man sich hier anschauen, wie wird denn das Ganze gedruckt. Das ist nur eine Füllung von 10%. Wenn man das nicht haben will, dann muss man halt hier das aufmachen und die Parameter entsprechend ändern. Also man könnte jetzt sagen, okay, Bildplatt Adhesion, da machen wir nicht Raft, sondern nur ein Skirt. Und die Füllung, das ist bei Infill. Ihr könnt das natürlich auch auf Deutsch einstellen. Da sagen wir jetzt, okay, das möchte ich 25% gefüllt haben. Lassen es nochmal slicen. Und wir sind noch im Preview-Modus. Das heißt, kann sich jetzt anschauen. Jetzt wird es direkt auf die Fläche gedruckt. Ein Skirt da drum. Um die Düse vorher ein bisschen Material schon durchzuschieben und das ist jetzt auch feiner gefüllt mit 25%. Okay, das soll es auch schon gewesen sein.